So, naja, dann mache ich jetzt mal einen von diesen Vlogs. Ja, bin eigentlich nicht so ein Mega-Fan davon, aber ich verstehe, dass es ab und zu schon mal praktisch sein kann. Ne? Also, ich wollte euch ja auf dem Laufen halten, wie das so läuft mit dem Cannabis-Entzug. Und ich muss jetzt sagen, ich habe seit 2 Tagen keine Tüte mehr geraucht. Mir ging es zwischendurch nicht ganz so geile. Aber ich habe dieses CBD-Gras, wo kaum THC drin ist. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, es erleichtert einem ziemlich den Übergang, ne? Also, man hat danach nicht das Gefühl, dass man jetzt unbedingt so eine Tüte mit viel THC bräuchte oder so. Man fühlt sich einfach gechillt, ne? Natürlich ist da auch minimal THC drin, aber halt nicht so viel. Und ich erinnere mich, als ich schon mal versucht habe aufzuhören ohne CBD-Gras, da ist mir das Ganze deutlich schwerer gefallen. Da hatte ich richtig Stress mit Schwitzen und dem Ganzen. Diese ganzen Nebenwirkungen habe ich jetzt halt hiermit gerade gar nicht. Was echt praktisch ist, ne? Jetzt müsste ich halt nur noch den Tabak da rauslassen. Ist nur halt immer ein bisschen kompliziert, den Tabak da rauszulassen, weil die Scheiße dann nicht mehr brennt. Und ihr seht schon, so sonderlich viel Info ist in diesem Vlog gar nicht drin. Soll auch nicht, soll auch nicht. Ist nur ein ganz kurzes Update von meinerseits, um zu sagen, ey, jetzt bei 2 Tagen, gucken, wie es weitergeht, gucken, wann der erste Rückfall kommt, gucken, wann die erste richtige THC-Tüte kommt. Und mal gucken, wie lange die Sache klappt. Ne? Und Ende.